Egal ob vor dem Mini, hinter dem Mini oder um den Mini herum. Angekommen sind wir damit in Dingolfingen und trafen dort den Mann, dem wir unser kleines Respektmobil zu verdanken haben. Also beim Autofahren ist es ja ähnlich wie hier im Fußball. Das ist einfach was, was Menschen verbindet. Und Mini, Sandra Minnert, das Respektteam, das passt halt auch schön. Und ich denke, Mini ist auch ein Auto, das einfach auch zu Menschen passt, die offen sind für Dinge, die offen sind für die Welt. Genauso wie eben beim Fußball. Es ist ein schöner, kleiner, gemeinsamer Nenner, wo viele Menschen einfach angesprochen werden. Der Grund für unser Kommen war die Einladung zum 20. und somit Jubiläumshallenturnier der IG Metall Betriebsräte. An unserem Respektstand trafen wir den Ideengeber unserer Respekt-Roll-Ups. Wir haben vor 2 Jahren damit begonnen, Einwanderungsgeschichten zu dokumentieren von unseren Kollegen, die hier bei BMW beschäftigt sind oder im Raum Landshut leben. Und es ist eine wunderbare Ausstellung geworden, wo wir einfach Menschen vorstellen, nicht ausstellen, sondern wir stellen sie und ihr Leben vor, ihre Motivation, warum sie hier sind und wie sie sich hier in Deutschland, hier bei uns in Niederbayern wohlfühlen. Unser Respekt-All-Star-Team kickte am Nachmittag gegen den SV Frauen Viborg. Was erwartest du dir neben den Zuschauern jetzt im Hinblick auf das Respektspiel? Dass die Leute ein bisschen aufgeweckt werden, auf das Thema Respekt aufmerksam werden und vielleicht das gleiche Gedenken, wie wir alle am Standort Dingolfingen, vor allem die Betriebsräte haben, dass wir alle gleich sind, ob aus welcher Hautfarbe oder aus was für Nationalität wir kommen. Für Josef Pelkhofer, Bürgermeister der Stadt, gab es davor noch eine Überraschung. Wer macht den Anstoß? Das weiß ich noch nicht. Soll ich Ihnen das sagen? Ja. Sie. Oh Gott. Hoffentlich gibt es kein Chaos dann. Und dann ging es auch schon los. Dietmar Roth, Ex-Eintracht-Spieler und Frank Gerster, ehemaliger Bayern-München-Spieler, waren mit dabei. Und Betriebsratsvorsitzender der BMW, Stefan Schmidt, hütete das Tor. Es hagelte Tore, bis schließlich die Frauen 14-13 gewannen. Beim gesamten Turnier ging es um den Stefan Schmidt Wanderpokal, gestiftet vom gleichnamigen Betriebsratsvorsitzenden der BMW. Das Hallenfußballturnier ist unser Ding, der IG Metall Betriebsräte. Und wir arbeiten klasse schon mit Respekt zusammen. Vor 2 Jahren war das ganze Team beim Tag der offenen Tür hier, am 2. und 3. Oktober. War eine Riesenshow. Und zum Jubiläum haben wir uns gewünscht, dass das Promi-Team und die Respekt-Truppe einfach hier im Hallenfußballturnier präsent ist. Und es ist klasse. Wir machen heute um 15 Uhr ein Einlagespiel und wir spenden für jedes Tor 50 Euro für die Streetworker-Arbeit hier im Stadtteil Höll, der Stadt Dingolfingen, und da tun wir was richtig Gutes mit dieser Idee. Das freut mich natürlich. Wir haben seit einigen Jahren bei uns einen Streetworker im Einsatz, weil wir das als sehr wichtige Aufgabe sehen. Unser Ziel ist, keinen Jugendlichen und keine Menschen zu verlieren. Wir brauchen die in unserer Gesellschaft, und was wir dafür tun können, das tun wir in unseren Möglichkeiten. Und deshalb ging es nicht nur ums Gewinnen, sondern um jede Menge Spaß und ein faires Spiel. Stimmungskanone Thomas Zampach war auch wieder mit von der Partie und unterhielt das Publikum auf seine Weise. 9 dabei im Team war Fußball-Freestyler Patrick Preuer. Mit gerade mal 18 Jahren war er schon Teilnehmer der Europa- und Weltmeisterschaften dieser neuen Sportart. Und nicht nur er rockte das Spielfeld. Daniel Sahib, Rapper der Band Assis mit Herz, kam ebenfalls mit aus Frankfurt angereist. Das ist schon toll. Dietmar Roth, Thomas Zampach, Frank Gerster, Daniel Seib, unseren Rapper, dann haben wir den Patrick, unseren Freestyler. Wir haben da echt was mitgebracht, oder?
Super Sache, weiter so. Ja, aber die Mädels hier von der Bayernliga, ich finde, die sollten auch mal noch mal gelobt werden. Die brauchen ein bisschen mehr Beifall, dass da ein bisschen was geht. Um die Respektbotschaft auch für die Zukunft zu verankern, wurde das Respekt kein Platz für Rassismus-Schild im Eingangsbereich der Dreifachhalle in Dingolfing vom Bürgermeister persönlich angebracht. Ich habe mich sehr gefreut auf diesen Tag, auf diese Aktion, weil ich die Aktion Respekt natürlich kenne. Und es ist für mich eine vorbildliche Aktion. Und die Leute, die sich da engagieren, leisten einen ganz, ganz tollen Beitrag. Der Dank geht also an alle, die an diesem Tag beteiligt waren. Denn Respekt ist immer ein Wir.